scheinbar noch versteckt. Ich störe Sie gerade beim Zeitunglesen. Okay. Was gibt's denn hier im Ort? Ich bin in Paderborn. Nee? Mein Sohn wohnt bloß hier. Okay, aber Sie kennen sich wahrscheinlich ein bisschen aus. Nee, nicht so hier. Das sind die Einheimischen hier. Das sind die Eingeborenen, wie man so sagt. Doch die Einheimischen haben mich als Fremden identifiziert. Sie sind skeptisch. Was haben Sie noch so vor? Nur noch Zeitung lesen. Gut, dann haben Sie ja noch ein bisschen Zeit. Sonne ist auch gut draußen, also vielleicht noch mal rausgehen. Die Redseligkeit scheint heute Morgen noch auf der Strecke zu liegen. Christine ist hier die Chefin für die Jungs an den Kästen. Haben Sie die Männer im Griff? Genau, hundertprozentig. Oh, ja? Mehr als. Muss ja sein eigentlich, ne? Langsam taut die Atmosphäre, die Männer kommen in Schwung. Jeder hat im Getränkelädchen seinen festen Platz. Kalli an der Wand vorm Fenster, Herr Nebe daneben. Wolfhard Reu steht meist vorn, mehrmals die Woche sind sie hier. Aber was sagt Ihre Frau dazu, wenn Sie hier den ganzen Tag hier stehen? Ist das okay? Ja, beides manchmal gar nicht. Also ich würde sagen, meine Frau ist jetzt im Moment arbeiten. Ah, okay, alles klar. So. Alibi. Ja. Arbeitslammen. Ja. Sag an. Okay. Und dann kann man immer sagen, wenn jemand nach Hause kommt, dann wieder, oh, sag mal, ich habe wieder geschindert. War auf Arbeit. War auf Arbeit. Anstrengend ohne Ende. Garten gemacht. Ja. Zu Hause. Ja. So machen sie hier das also, bei schönem Wetter drinnen quatschen. Moin. Haben wir noch die Großen? Ich habe Pilz und Spatz noch. Also nehme ich Pilz. Ja. Was ist das? Das ist ja eine Flasche, die ich noch nie gesehen habe. Das wäre extra durstige Menschen. Ja? Jawohl. So ist es. Mineralwasser oder was? Nein. Das ist Gerstensaft. Gerstensaft, okay. Saft für den Durst während der Gartenarbeit. Andreas hat die Woche frei und kann es genießen. Okay. Und das geht runter wie Öl dann, oder? Man merkt das schon. Ja? Ob das hier so 0815 ist oder. Was Gutes. Wie lange hält die? Bei mir nicht lange, die ist heute Abend leer. Ach so, okay. Dann muss Andreas auch schnell weiter, der Garten wartet und schließlich ist das Wetter schön. Moin. Guten Morgen. Wir sind neu hier. Fällt gleich auf, ne? Ja. Frank gehört auch zu den Stammgästen. Er ist zusammen mit einem Kollegen auf dem Rad unterwegs und mächtig aus der Puste. Sie sind schon 32 Kilometer gefahren. Alle Achtung. Von Beinschrift und Quedlinburg. Ja. Geht ja hier auch ein bisschen hoch und runter, ne? Das schöne Wetter hat die Freunde rausgelockt. Einen Zwischenstopp bei Christine legen sie gern ein. Mal kurz Kraft die Tanktunnel. Für die letzten Kilometer sozusagen. Und das alles vor der Arbeit. Respekt. Frank und Uwe müssen nämlich noch zur Spätschicht antreten. Jetzt sollte die Kraft wieder reichen. Früher war das Geschäft meiner Eisdiele, dann Gemüseladen. Doch die Getränke haben sich durchgesetzt. Seit gut 40 Jahren ist das hier die Anlaufstelle Nummer 1 in Downtown Paderborn. Jetzt geht's im Lädchen Schlag auf Schlag. Wieder ein neues Gesicht. Dann muss ich dich mal besuchen, oder was? Ja. Mhm. Und? Hast du Bilder mit? Du. Ich glaube, ich habe nicht. Echt? Scheinbar kennt Christine den älteren Herrn schon länger. Christine ist in Ordnung. Das ist ein lecker Mädchen. Ne? Okay. Ja. Ja. Wer sind Sie? Ich? Ja. Du fragst mir Leute aus, ne? Ja. Nix gut. Ja. Vorname? Nix gut. Gibt keinen Namen? Nee. Frag mich nicht so aus. Das liegt in der Natur der Sache. Ja, klar, also, das will ich mal fragen. Nee, wir sind ein Kamerateam vom ZDF und sind spontan hier gelandet. Von ZDF? Einfach so? Ja, das ist wirklich so. Glauben Sie mir nicht? Ich glaube kein Mensch mehr, was in den Landen hier. Er scheint eine harte Nuss zu sein, doch so schnell gebe ich nicht auf. Wer ist denn das? Sind Sie das? Naja, muss ich schon zugeben. Welcher sind Sie denn? Der Bärtige. Immer mit dem Glas in der Hand hier. Mit dem Glas in der Hand? Naja. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht Ihren Vornamen. Nee. Reinhard. Reinhard. Ja. Endlich, Reinhard also, ein Unikat. Der sympathische Badeborner ist früher LKW gefahren und viel rumgekommen. Wenn mich einer fragt, wie lange ich fahre, würde fahren Sie schon. Na, sag ich so, 55 Jahre. Da glaubt mir keiner. Ich habe mit Pferdewagen angefangen. Und was war besser? Wie war es besser? Pferdewagen? Oder? Pferdewagen war besser. Ja? Na klar. Gott sei Dank, einen kleinen nehmen und fertig. Pferd hatte ich immer nach Hause gebracht, stimmt? Doch die guten alten Zeiten sind lange vorbei. Jetzt wartet Reinhard noch auf seine Rente.
Also, wir umkommen. Hoffe ich mal, dass das nicht so lange dauert. Ja. Jetzt ganz frisch? Erste. Na ja, läuft schon eine Weile. Und reicht? Reicht du das nie? Reichen du das nie? Nee. Aber für ein Pläuschen bei Christine reicht's immer. Zum Wohl, ne? Jetzt kann auch ich einen Durstlöscher vertragen. Eine Brause natürlich.